So zeigt sich das Gerät nach dem Anschalten. Man kann fertige Programme vorwählen. Ich nehme jetzt mal das Geflügel. Das hat er 20 Minuten. Und was sagt er für eine Temperatur? 195 Grad. Kann ich hier hin und her ausschalten. Und wenn es mir zu kalt ist oder zu warm ist, hier erhöhen und auch die Zeit anpassen. Je nachdem, wie viel Gewicht ich halt hinein tue, muss dann auch die Zeit angepasst werden. Für meinen kleinen Test habe ich den Korb dann schon mal mit Hähnchenbeinchen gefüllt. Was man jetzt hier einfügen kann. Er sagt Pillim Pillim. Und dann starte ich das mal und gucken wir, wie es nachher aussieht. Noch 7 Minuten, dann weiß ich, wie die Hähnchen geworden sind. Hat jetzt gerade piep 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 gemacht, hat sich ausgeschaltet. Ui, die sehen aber klasse aus. Die sind wirklich super kross. Und nach dem Essen gehe ich mal auf die Reinigung des Gerätes ein. Sie sind nicht nur von außen absolut knusprig, sondern auch von innen richtig saftig. Guck dir das an. Ein Pott kochendes Wasser. Einfach hinein. Vorher habe ich ein bisschen Spülmittel drin gehabt. Dampft doch schön. Und jetzt mit der Schrubberbürste hinein den inneren Teil, das Gesicht sauber machen. Dann hier die Klappe hoch, den Knopf drücken, den Teil rausheben und mit der Bürste den unteren Teil noch sauber machen, ausgießen, abtrocknen, fertig. Sieht kompliziert aus am Anfang, aber es ist tatsächlich ganz leicht zu reinigen. So, kann weitergehen.